zu diesem großen Topspiel, das heute um genau 21 Uhr stattfinden wird. Und zwar FC Chelsea gegen Bayern München. Und ich, euer sehr geschätzter Blue Eyes Slayer Dragon am Start. Es ist das große Achtelfinale Hinspiel. Und deshalb spiele ich auf der Chelsea-Seite gegen Bayern München. Verzeihung, kleiner Husten. Moment, ich bin gleich wieder da. Falls ich mich ein bisschen komisch anhöre, ich bin ein bisschen leicht erkältet. Nur ein bisschen. Aber das hält mich nicht ab, dieses Spiel zu machen. So, Heimtrikot ist, Auswärtstrikot hat Bayern München. So, gucken noch mal auf die Aufstellung. Falls das genau die Aufstellung ist, die Chelsea auch wirklich hat, könnt ihr mir das gerne in die Kommentare reinschreiben. So, gucken, ja. Ja, hier Pulisic kommt. Da geht der Torwart runter. So, das sieht doch gut aus. Geht er rein. Oder das müsste doch hinhauen. Alonso. So, das haut doch schon genau hin. Kung, 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 kung. Ja, gut. So, wir gehen auch sofort rein ins Spiel. Wolf Fuß von Buschmann, die Kommentatoren zu diesem Hinspiel im Achtelfinale der UEFA Champions League. Top-Spiel. Können auch eine kleine Trainingssession machen. Ah. Und jetzt rein in diesen Topspiel. Von der Stamford Bridge melden wir uns heute, liebe Zuschauer, willkommen zu diesem Spiel. Wolfuß und Frank Buschmann haben auf der Kommentatorenbühne Platz genommen und sind bereit. Und ich bin sicher, Sie da sind es auch. Chelsea gegen Bayern München. Schon ein Prestigeduell, Wolf. Auch wenn es auf dem Papier um nichts geht, wird das eine interessante Partie. Robert Lewandowski ist ein super Spieler. Was kann er heute alles zeigen, Buschi? Wie siehst du es? Wie wichtig er für sie ist, zeigt natürlich auch der Blick auf die Statistik. 25 Tore hat er in dieser Saison schon erzielt. Bestwert teamübergreifend.
Chelsea ist natürlich in der Spitzengruppe des englischen Fußballs, nur die umfasst eben aktuell schon 6, 7, vielleicht 8 Clubs. Oh. Also was da in der Liga abgeht, das ist schon atemberaubend. Was die für Leute holen, da ist es auch für Chelsea kein Selbstläufer, oben dran zu bleiben. Soll wenn man kurz die Lautsprechersystem in der Seite gesehen hat. Ich habe das nur kurz runtergestellt, sonst hört man es ein bisschen doppelt. Ja, also die Aufstellung des FC Chelsea. Kepa steht im Tor, Antonio Rüdiger spielt neben Kurzuma in der Verteidigung. N'Golo Kanté steht neben Jorginho in der Mitte. Und sie starten nicht so offensiv, vorne nur ein Stürmer. Naja, aber wenn aus dem Mittelfeld Unterstützung kommt, dann kann das klappen. Ja, und jetzt die Bayern auch. Neuer im Tor. So geht's die Bayern. David Alaba, Boateng, Pavard, Thiago, Goretzka, Kimmich, Gnabry, Lewandowski, Müller. Und Spiel beginnt. William jetzt am Ball. Conte. Kellermanns Nodoi. Tammy Abraham. Und da verlieren wir schon den Ball im Bereich von Bayern München. Müller. Jetzt die beiden im Angriff. Müller auf dem Flügel. Thomas Müller. Müller war mehr unten. Thomas Müller aus der deutschen Fußballnationalmannschaft nicht mehr wegzudenken. Er hat ja. Da fängt er die Flanke ab. Kepa, perfekt. Gefangen den Ball. Conte. Kellermanns Nodoi. Kovacic. Azpilicueta. Und jetzt gehen sie über die Flügel. Tammy Abraham. Kann er was draus machen? James, perfekt am Flügel. Flankt rein. Oh, da war die perfekte Chance. Da verschellt sie. Immer noch am Ball. Oh. Abgefangen. Von der Abwehr von Bayern München. Dann müssen wir vor allen Dingen über das Pressing reden. Und was für ein Pressing. Dieses Vorchecking. Den Gegner regelrecht einschnüren. Seine Angriffe sofort unterbinden. Da. Ui. Kepa. Mit einer Glanztat. Die erste Chance von Bayern München und Kurzuma kriegt die gelbe Karte in der 12. Minute. Ja, für mich geht das in Ordnung, Wolf. Hartes Einsteigen, aber nicht überhart. Ihr könnt mir gerne in die Kommentare schreiben, war das wirklich gelb? Oder man hätte einfach nur eine Verwarnung aussprechen sollen. Ecke kommt von Kimmich. Gute Parade bei diesem Eckball. Kellermanns Nodoi. Die Bayern erwartet heute ein richtig enges Duell. Zwei tolle Teams, die wir hier sehen. Also auf das Spiel können wir uns mal richtig freuen. Goretzka. Thiago. Thiago mit viel Ruck nach vorne. Goretzka. Oi. Jetzt wird's gefährlich. Abgeblockt. Conte. Tammy Abraham. Also das Durchsetzen von Chelsea ist gerade ein bisschen noch schwach. Pass auf den Flügel. Jetzt können sie den Ball. Ja, und da hat Bayern Gnabry zu Thiago, aber Kepa auf dem Posten. Und jetzt erneut Thiago am Ball. Und wieder Lückenaufbau. Müller, klasse. Ojo Lewandowski. Ui! Oh ne, 11 Meter für Bayern München. Da verursacht er einen Elfmeter, aber hat trotzdem Glück, Buschi. Ja, denn er darf weiterspielen. Es gibt nicht mal Gelb, das ist schon eine Überraschung. Da haben wir noch Glück gehabt, dass der Schiedsrichter so ermahnt ist.
Jetzt Kepa. Lewandowski. Oh, Latte! Und Käfer gehalten. Goretzka. Und Thiago. Lewandowski jetzt am Ball. Pass kommt von Lewandowski. Oh. Und es geht mit dem Abstoß weiter. Glück. Abstoß von Kepa, der Torwart von Chelsea. Kovacic. Kellen Hudson-Odoi. Tammy Abraham. Conte. Chelsea gerade mit dem Aufbau durch die Abwehr rein von Bayern München und abgefangen hat die Abwehrreihe von Bayern München. Schlechter Pass von Chelsea. Bayern mit dem Aufbau. Goretzka. Das könnte was werden. Ui, 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 ui. Gute Aktion. Ja, und da führt Bayern schon mit 1-0 durch die Nummer 18. Und die Bayern-Fans freuen sich gerade. Die Flanke. Hallo, das war ein Pass. Leute, das war ein Pass. Keine Flanke. Flanke geht hoch. Aber das war ein Pass. Also. Wie würdet ihr das sagen? Flanke oder Pass? Leon Goretzka, 39. Minute, 1-0 für Bayern München. Ja, und Chelsea muss sich jetzt was einfallen lassen. Oh, und schon verlieren wir. Bayern zufrieden sein, das ist alles sehr vielversprechend, aber noch sind sie nicht durch, das kann alles noch kippen. Sie müssen auf der Höhe bleiben. Und jetzt Lewandowski. Zu Davis. Kommt jetzt der Ball in den Strafraum. Thiago. Ah, kann er besser. Geht übers Tor drüber. Ganz starke Direktabnahme und dann passt der Ball. Erster Versuch, erstes Tor, Leon Goretzka. Aber wir haben noch eine zweite Halbzeit und da kann sich noch alles ändern. Ui, schön rausgekickt aus dem 16er. Und schon wieder Elfmeter. Alter. Und jetzt gibt's Elfmeter, ganz klare Nummer. Und da hat er sogar noch Glück. Er ist schon mit Geld vorbelastet, aber darf tatsächlich weiterspielen. Ja,
Vor Ende der Nachspielzeit gibt es noch Elfmeter und Lewandowski läuft an. Und ja, 2-0 Lewandowski, Elfmeter Torschütze für Bayern München. 2-0. Ja, und da springt Kiefer in die falsche Ecke und wir liegen jetzt 2-0 hinten. Ja, zuversichtlich sieht das aus. Seine Mimi passt zum Spielverlauf. Heute geht wenig bis gar nichts. Ja. Ja. Gleich ist und der Schiedsrichter pfeift nach dem Anstoß auch zur Halbzeitpause. Ein Grund, jetzt schon aufzugeben. Bislang kann er sich hier nicht so zeigen, wie man das erwartet hätte. Er ist bislang extrem unauffällig in diesem Spiel, kommt gar nicht zu Abschlüssen. Wie soll man auch zum Abschluss kommen, wenn die Ballabwehr ordentlich Beton angerührt hat? Hier die Statistik, ich bin gleich wieder da. Bis gleich. Und da bin ich auch wieder. Wir machen eine andere Aufstellung. Wechseln wir ein bisschen die Formation. Und gehen auch in die zweite Halbzeit. Let's go! Und Bayern München hat den Anstoß. Seine Pässe kommen heute richtig gut an. Weg ist der Ball. Goretzka. Ganz energisch. Und er geht an ihm vorbei. Thiago. Kimmich. Goretzka. Ball von das Bayern München. Willian jetzt. Tammy Abraham. Ja. Pass. Weg ist der Ball. Und da war unser Pass gewesen, aber Bayern drückt hart. Und da lässt Bayern eine große Lücke auf dem Flügel. Ist Platz. Ja, könnte das werden. Wir holen Boateng noch dazu. Ja, und neuer Glanztat. Der Schuss zu schwach gewesen. Thiago. Viel mit Auge. Und der Ball war im Aus, Einwurf für Chelsea. Jetzt bekommt er und Bayern wechselt. Müller geht runter, come on, kommt drauf. Ich dachte Einwurf. Hm? Na egal, ich streite mich darum nicht. Und fertig. Rüdiger. Am Flügel James. So, was machen Sie daraus? Nochmal zurück und wir verlieren im Zweikampf den Ball gerade. Sehr gute Passquote hat er heute, auch der Ball kommt an. Und der geht ins Aus, Einwurf. So, das war's für ihn. Der Trainer nimmt ihn aus der und ein weiterer Wechsel, die 18 geht runter und die 11 kommt drauf. Leo Goretzka ist runtergegangen. Die Elf ist raufgekommen. Jorginho.
Kovacic. So, und jetzt sind hier noch 30 Minuten zu absolvieren. Gnabry jetzt flankt rein. Oh, gut. Aber irgendwie ist Bayern drückt mehr. Aber Keeper auf dem Posten. Komm an. Sie passen den Ball gut, aber jetzt brauchen sie mal eine überraschende Aktion. Ja, Cuisance. Oder wie man ihn ausspricht. Hauptsache, die Sprecher können den Namen auch sprechen. Und ich kriege wahrscheinlich wieder falsch ausgesprochen. Ja. Abstoß vom Keeper. Nun William. Kovacic. Lewandowski. Jetzt Lewandowski. Ballverlust. Und jetzt irgendwie machen wir zu viele Fehler in den Reihen bei uns. Und Kepa wieder Glanztat. Ja, da war die Chance gewesen. Also, wir kommen einfach nicht aus unserem Bereich raus. Thiago runter, Tolisso ist raufgekommen. Abschuss des Torhüters. Ein Pass sollte nach unten kommen, aber geht nach oben. Ich verstehe es einfach nicht. Und so ab Bayern sehe ich den Ball wieder. Spielen wieder auf dem Flügel. Ja, zurück. Wieder hin. Ja, komm nicht dran. Spielen mehr auf Pass. Hey, der Ball war doch im Aus. Also. Und wir wechseln auch mal irgendwie. Bringt's nichts bei uns. Meine Güte, ey. Einen Wechsel haben wir durchgeführt. München wird dieses Spiel vermutlich gewinnen, und das zu Recht. Es ist ein klasse Auftritt der Bayern. Von Anfang bis hierher überzeugt. Großes Lob. Ja. Und Abraham kann sich einfach nicht durchsetzen, den Zweikampf. Verliert wieder den Ball. Bayern wieder am Ball. Also irgendwie ist bei uns der Wurm drin. Ja, gegen Forsten. Vom Kimmich die Chance. Abschluss. Die Bayern über die Seite jetzt. Jetzt Lewandowski.
Wieder Flügelbereich. Ja, Bayern hat mehr den Ball im Besitz als wir und sorry für die Unterbrechung. Geht weiter. Genau so ist es, Wolf. So einfach dürfen wir es eben nicht machen. Hier kommt die Nachspielzeit. Zwei Minuten gibt es. Jetzt nochmal die Bayern. Lewandowski. Tolisso! Da kommt er nicht richtig hinter den Ball, dann ist er leicht abzuziehen. Ecke für die Bayern. Ja, Kepa hat einen Glanztag gemacht, aber wir sind am Ende der Nachspielzeit und wow, die Zeit rennt uns davon, wir werden bedrängt, Davies kriegen einfach kein, ja, unterpfeift der Schiedsrichter ab, wir verlieren das Achtelfinale Hinspiel. Tja, aber wir werden sehen, was im Rückspiel passieren wird. Aber das Video kommt, wenn wirklich das Rückspiel stattfinden tut. Wir gehen im Achtelfinale, also im Hinspiel mit einer 2:0 Niederlage raus. Ja, wir haben auf Weltklasse gespielt. Hier nochmal Analyse. Obwohl wir Schussgenauigkeit 100% haben und Bayern nur 60% und 58% Schussgenauigkeit, haben die uns zwei Kugeln reingeballert. 17 Schüsse, 10 Schüsse aufs Tor. Alter, und wir kamen noch nicht mal. Okay, 3 haben wir Bayern aufs Tor raufgeballert. Aber ist der Ball versenkt worden? Nein. Nun, ich hoffe, euch hat dieses kleine Spiel gefallen. Schreibt mir in die Kommentare, wie geht dieses Spiel um 21 Uhr aus. Und wir hören uns und sehen uns beim Rückspiel, denn wenn es wieder heißt FIFA Topspiel Rückspiel Chelsea gegen Bayern München, dann spielt Chelsea auswärts in Bayern, aber das ist noch Zukunftsmusik. Also ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich, der Blue Eyes Slayer Dragon, sag schau, vergiss nicht ein Like auf diesem Video zu lassen, einen Kommentar. Und das andere, ihr wisst es auch, immer Glocke aktiv lassen, abonnieren, dann verpasst ihr kein Video. Nun, das soll es von mir gewesen sein. Dieses Mal waren wir nicht gut, aber vielleicht das nächste Mal. Und ciao.